Guten Morgen zum Blattsalat. Aus aktuellem Anlass bin ich da. Endlich haben wir ihn. Und es wisst alle, wenn ich meine, den absoluten Renner, den Green Pass oder Green Spaß. Also, jetzt hat man ihn definitiv freigeben und die ganzen Regeln, die damit verbunden sind, können Sie es heute in den Medien nachlesen. Sogar der Landeshauptmann ist froh, dass der Südtiroler Weg in Rom fortgesetzt wird und damit können wir zu einem normalen Leben zurückkehren. Also, kein normales Leben ohne den Grünspaß. Und der Grünspaß verbindet viele Eigenschaften. Also er dokumentiert, dass wir gesund, genesen oder irgendwie sonst ganz halt gesund, genesen und wie ist jetzt dritte gewesen? Ja, sein. Er hält zugleich einen Abstand in und er markiert, statt irgendwie sonst ein Markenzeichen zu haben, er sagt, wir seien eine besondere Rasse. Und damit ist klar, alle, die keinen Green Pass haben, die müssen irgendwie abgesondert sein. Und darüber sind wirklich alle froh. Die einzige Mama Merkel, und das verstehe ich genau, was die für eine Strategie fährt, die sagt, es ist zwar gut, wenn alle geimpft werden müssen, oder, nein, ist gleich. Auf jeden Fall, wir seien einfach froh. Aber dann haben wir gestern die Pressekonferenz von unserem Super Mario, als unser Ministerpräsident Mario Draghi, angehört, der jetzt nachher Staatspräsident wird, weil jetzt ist ja das weiße Semester, es ist so, wie es gehört. Ich habe schon lange mal gesagt, auf jeden Fall, der hat den absoluten Hammer von sich gegeben. Also immer sagen, ich bin fast von Stuhl gefallen, wenn ich das gehört habe. Moment, jetzt wäre eigentlich das, wer es noch nicht gehört hat, den lasse ich das jetzt losen. Moment. Moment. A morire. Moment, nein. Sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Moment. Das ist jetzt schief gelaufen, aber l'appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Das ist harter Tobak. Hell muss ich einfach sagen. Also wenn ein zukünftiger Staatspräsident sagt, wenn du dich nicht impfst, dann stirbst oder veranlasst zum Sterben. Boah, heftig. Also wenn es so ist oder wenn es so war, nachher hat der Ministerpräsident und die Minister die Pflicht, alle zu impfen. Wenn das wirklich so ist. Und der hat das gesagt. Und dementsprechend sind natürlich auch die italienischen Tageszeitungen, die Titelseiten, heute ein bisschen voll mit dem Thema Novax un invito a morire. Appello a non vaccinarsi e appello a morire. Senza vaccini si muore. Sommer. Und vor allen Dingen, was mich am meisten gewundert hat, weil wir ja allem von Qualitätsjournalismus reden, dass für die unwissenden Journalisten keiner nachgefragt hat, wie er das jetzt meint. Entweder, also wenn du nicht impfst, dann stirbst. Und das müsste ihnen zu denken geben. Deswegen, liebe Leute, ich ersuche euch wirklich ganz höflich, laut denk einfach impfen, weil sonst sterben wir alle. Und wenn das der Staatspräsident sagt, halt der zukünftige Staatspräsident sagt, dann stimmt das auch. Und wir müssen jetzt das ja alle projizieren auf unseren Landes, auf dem auf dem Landesland. Wenn der unser Landeshauptmann sagt, er ist froh, dass in der Südtiroler Weg in Rom weitergeführt wird, dann sterben wir da. Weil wenn sie in Rom sterben, dann sterben sie da. Und so geht es weiter. Und dabei kennt man sich wirklich nicht mehr aus. Jetzt auch in Lando, weil einerseits schreiben die Zeitungen, die Regionalratsabgeordneten haben sich die Gehälter erhöht,
Dann sagen die Politiker, aber nein, das haben sie jetzt nicht erhöht. Sie haben leider angepasst, aber es wird nicht ausgezahlt, obwohl nachgezahlt wird. So am Rief stehe ich nicht mehr. Alles und alles ist möglich. Und wenn wir uns jetzt alles anschauen, in Deutschland bei den Unwetterkatastrophen, was die da durcheinander haben mit der Warn-SMS, und wenn du dir selber die Pressekonferenzen anschaust und wie dann die Verantwortlichen für die, also dass die Menschen gewarnt werden, beziehungsweise die Behörden gewarnt werden, das sind die bei uns der Zivilschutz, wenn du nachher zulässt, was die Verantwortlichen sagen, wieso die Warn-App oder die Warn-SMS nicht funktioniert hat, ja, da wird ja schwindelig. Und im Gegensatz dazu darf der Göre von der Neubauer, das ist die deutsche Kopie von der Greta, die dürfen da im Fernsehen erzählen, jetzt ist Klimaschutz und die Taten sind leises Ergebnis von mangelndem Klimaschutz. Es ist einfach lustig. Aber ich will einfach allen wieder in Erinnerung rufen. Wir haben zwar Recht, wir haben aber keine Macht. Und deswegen, das Recht ist automatisch bei der Macht. Da können wir dem, was wir wollen. Das Einzige, was wir haben, ist unseren Platz erhalten. Das ist jetzt ein Blödsinn gewesen. Das Einzige, was wir haben, ist, dass wir einfach das Ganze mit Humor nehmen und sarkastisch bleiben und einfach versuchen, um unsere Freiheit zu kämpfen. Aber Chance haben wir sowieso keine. Aber wir nehmen es gelassen. So gelassen wir, jetzt haben sie eben das Dekret gestern gemacht da in Rom unten und haben in Ausnahmezustand bis 31. Dezember verlängert. Das finde ich auch toll, weil die brauchen ein bisschen Handlungsfreiheit. Die können nicht jedes Mal nachfragen müssen, ob sie irgendetwas teilen dürfen oder ob sie sitzen dürfen, sondern die müssen freie Hand haben, weil wir seien effektiv in einem extremen Ausnahmezustand. Wenn das restliche Drittel sich nicht endlich impfen lässt, wir sterben alle. Sozusagen, wir seien schon dort. Also der Ausnahmezustand ist verlängert und die Green Pass haben gesagt, die ganzen Regeln, die gemacht haben, Diskos bleiben weiterhin zu. Tant um die paar Diskos, das ist ja völlig wurscht. Wer kümmert sich denn um die Diskos? Und die jungen Leute feiern die Partys sowieso, haben wir jetzt einmal gelesen in der Dolomiten, ob das auf dem Obstplatz ist, ob das in der. Auf jeden Fall, Partys werden gefeiert und Diskos braucht es nicht mehr. Das eigentliche Problem, wie das im Herbst mit der Schule ist und was die Eltern mit den Kindern tun und was die Kinder lernen dürfen und wo sie lernen dürfen, soll ist bei dem Dekret ausgelassen worden. Darüber werden sie sich demnächst einmal unterhalten. Und ob zum Beispiel, wenn gelbe Zonen wurden oder nicht, ob es eben der öffentliche Verkehr, also die Schülertransporte und der Nahverkehrtransport, ob der verdoppelt wird, weil die Hälfte reingehen, das hat man auch für nächste Zeit verschoben. Wir haben ja noch so viel Zeit. Und jetzt ist noch ein Gast da. Und dann wird es ein bisschen gemütlich angenommen. Und derweil ist Herbst und derweil, wer weiß schon? Wer weiß denn das schon? Aber eine ganz wichtige Entscheidung haben sie getroffen. Also, der Inzidenzwert, der ist nicht mehr ausschlaggebend. Das haben manche schon ewig lang gesagt, aber wie gesagt, die Semmern haben alle recht, aber haben mit die Macht. Jetzt sagen sie, der entscheidende Punkt, damit die Ampeln wieder auf Gelb, Orange und Rot gehen, ist die Belegung von den Intensivbetten. Jetzt frage ich mich, ja, wenn wir jetzt schon wissen, wir haben sehr viele Intensivbetten und ich weiß, jetzt kommt der Winter und die Infizierten werden größer und auch die Krankheiten werden mehr. Ja, wieso erhöhe ich denn nicht die Intensivbetten? Richtig, können Sie sagen, ich verstehe da nicht und deswegen darf ich dazu auch nicht sagen. Ich kann den Kölnblei so sagen, was so rundherum passiert und einfach eng ermuntern, hab einfach gewisse Gelassenheit und wenn es gar nicht mehr geht und wenn es sagt, die sind alle Frucht und wir werden alle Frucht und wir sterben jetzt noch, macht einfach dreimal om und es wird Segen, es wird alles besser. In dem Sinn, heint schaut es einfach mal eng die Regeln für den Green Pass an und dann wird es kontrollieren, ob sie es ein halbwegs normales Leben führen könnt. Dann wird es auch schauen, ob sie es die nächsten Zeit die
sterben werden, weil ohne Impfung stirbt man. Und deswegen müssen wir uns einfach darauf vorbereiten. Nichtsdestotrotz, der Sommer ist da, wir freuen uns und wir bleiben wachsam.